Woher kommt eigentlich der Mythos Route 66? Im Grunde ist es eine beliebige Straße, die irgendwo im kalten, verregneten Chicago beginnt und drei Zeitzonen, acht Bundesstaaten und knapp 2500 Meilen später an einem sonnigen Pazifikstrand in Los Angeles endet. Das wäre ja schon was. Aber es war einmal weit mehr als das. 1926 ins Leben gerufen und 11 Jahre später komplett ausgebaut, war sie lange Zeit die Hauptstraße in den Westen. John Steinbeck erzählte in seinem Roman The Grapes of Wrath von einer einfachen Familie, die Oklahoma verließ, um im gelobten Land ein neues Leben zu beginnen. Noch bevor Steinbeck gut 20 Jahre später den Literaturnobelpreis erhielt, hatte er die Route 66 damit bereits unsterblich gemacht und die Bezeichnung The Mother Road geprägt. Es folgten Lieder, Magazine, sogar eine TV-Serie. Alle gaben sich dem Mythos der einen Straße hin, The Main Street of America, The Will Rogers Highway oder einfach America's Highway. Unser Plan ist, die USA zu durchqueren. Washington, New York, Chicago, Las Vegas, San Diego. 6.500 Kilometer. Wir schlafen mit dem Auto, gegessen bei Burger King. Ungefähr so hatte ich mir das vorgestellt. Noch lange bevor ich wusste, wo die USA liegt, hatte mir Hollywood bereits eins klar gemacht. Willst du auch nur halbwegs stilvoll durch die Staaten touren, dann brauchst du einen dieser fetten amerikanischen Straßenkreuzer. Eine Karre, die gegen alle Regeln der Vernunft verstößt und einen Scheiß auf den Spritverbrauch gibt. It makes 10 miles on the gallon. Yeah, but look at the price of gas here. Yeah. And then what's the pay? Yeah. How is it in Germany? Alles, was ich also wollte, war ein richtig fettes Cabrio. Cruisen in der Mittagssonne. Kurzer Schatten vor uns und nach uns. Der Kettel liegt tief. Die Hinterräder verschwinden im Radkasten. 2,3 Tonnen massiver Stahl. 8,2 Liter Hubraum. 365 PS. So hatten wir uns das vorgestellt. Keine Stunde später mischen uns die Bullen auf. Weil wir einen Schulbus gerammt haben? Nein, weil wir auf der Straße schlafen. Motels sind alle nach demselben Prinzip aufgebaut. Ein- oder zweigeschossig, eine Tür und meist links daneben ein Fenster. Direkt unter dem Fenster ist die Klimaanlage installiert, die in der Regel so unerträglich laut ist, dass man entweder nur besoffen, mit Oropax oder überhaupt nicht schlafen kann. Der Abstand zwischen dem Bett und dem parkenden Auto beträgt maximal 3 Meter. Und im Nachtschrank ist immer eine Bibel. Den Caddy habe ich in San Diego von einem äußerst dubiosen Typen bekommen. Für 2 Riesen in Cash und 500 Kautionen. Kein Vertrag, keine Papiere. Ich gehe davon aus, dass die Karre geklaut ist. Wie auch immer, der Wagen muss repariert werden. Es ist Sonntag. Während in Deutschland bis Montag gar nichts mehr gehen würde, ist der Amerikaner zum Service allzeit bereit. Bis auf Miller. Miller hat keinen Bock auf Arbeit und jagt uns vom Hof. Put that away. Nach 5-6 Stunden ist der Wagen wieder startklar. Amerikaner sind fröhlich. Fährst du mit der Hälfte des Tempolimits vor einem Amerikaner her, dann folgt der dir entweder stundenlang ohne ans Überholen oder gar ans Hupen zu denken. Oder er schließt neben dir auf und fragt dich, ob er dir helfen kann. Wir halten an. Der Mantel rechts vorne hat ein Loch. Walmart. Unser Reifen wird gewechselt. Ein Ölwechsel wäre auch fällig, aber man weigert sich, den Motor anzufassen. Angeblich wäre der undicht. Und wir kämen keine 500 Meilen mehr weit. Ein Mechaniker gibt uns den Tipp, immer ordentlich Öl nachzukippen. Öl, das hier so billig ist wie Trinkwasser.
Die Nacht haben wir in einer White-Trash-Siedlung verbracht. Keine 100 Meter von der Interstate entfernt, auf der die Trucks mit 130 Sachen fahren. Als wir ankamen, war es dunkel. Am Tag sieht das dann so aus. Blechhütten, Wohnwagen, Abfall. Wird es für die Randgruppe zu trashig, dann zieht die weg oder stirbt. Was bleibt, ist der Müll. Wir packen unser Zelt und verschwinden. Die Landschaft bekommt Western-Style. Was sich schon seit Tagen ankündigt, ist nun durchgebrochen. Die Karre nimmt nicht mehr richtig Gas an. Wir sind wieder auf der Suche nach einer Werkstatt und obwohl wir ahnen, dass der Caddy nicht mehr lange leben wird, biegen wir noch einmal von der Interstate auf die Old Route 66 ab. In einer Ghost Town kommt uns ein Trucker entgegen, der uns weiter Richtung Westen schickt. Was er nicht sagt, ist, dass Dutzende Meilen Schotterpiste vor uns liegen. Weit und breit keine Zeichen von Zivilisation. Der Hunger nach Bewegung ist einer der ausgeprägtesten und stärksten der amerikanischen Triebe. Und so wurde das Automobil zum Opium des amerikanischen Volkes. Ich wollte auch diese Droge. Was ich nicht ahnte, war, dass der Wagen ganz andere amerikanische Tugenden offenbaren würde. Cool. Alles klar. Das ist die Szene, die ich mir vorgestellt hatte. Plötzlich ist uns alles egal. Wenn der Trip hier endet, dann war es das wert. Unsere Realität ist hier sofern Zeit so relativ, dass nichts mehr eine Rolle spielt. Unsere Karre hat völlig versagt, die Batterie ist alle. Der Auspuff war kaputt, wir haben uns gerade bis hierher geschleppt und hatten aber, wir dachten halt, dass hier die Route 66 ist oder so. Unser Opium ist verflogen. Der Drang nach Bewegung bleibt. Die Erfahrung sagt dir, dass etwas geschehen wird. Du weißt noch nicht was, aber du ahnst, dass du diesen Ort noch einmal passierst. Vielleicht wirst du Menschen begegnen. Du weißt nicht, was das für Menschen sind und warum das geschieht, noch wozu. Aber du spürst dieses Gefühl von Freiheit in dir. Der Freiheit, alles zu tun, was deine Fantasie hergibt. Du wirst irgendwo ankommen und wieder weitergehen. Ja, Herr Kluge, Ihr Film ist frei kopierbar und kann kostenlos über das Internet bezogen werden. Ja, das stimmt. Auf unserer Website kann man auch den Soundtrack und den Film und das Buch zum Film kostenlos runterladen. Ja, Sie verschenken also Ihre Produkte. Ist das Werk derart schlecht, dass Sie dafür kein Geld verlangen können? Also, ist kein Blockbuster, so. Also gut, also wenn ihr irgendwas Besseres mit eurer Zeit zu tun habt, dann macht das. Sie verursachen unnötig Traffic im Internet, stehlen dem Konsumenten Zeit, vernichten dadurch Bruttosozialprodukt. Gibt es eine Gegenleistung, die Sie dafür zu bringen gedenken? Also gut, wir wollen versprechen, dass wir versuchen, den nächsten Film besser zu machen. Und wer will, der kann uns gerne unterstützen auf unserer Website. Danke, Sie können gehen. Danke.